Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, Blutnacht ist vorbei, schon seit langem tatsächlich. Und ich war ein bisschen angefickt und ja, hab tatsächlich ein bisschen weiter gespielt, ein bisschen sehr viel weiter gespielt. Und, gut, Stall angenommen. Und ja, wollte einfach die Hütte ein bisschen weitermachen. Das ist gar nicht so sehr passiert. Ich habe mich tatsächlich in ein etwas anderes Projekt verstrickt. Ja, mal gucken, sieht man davon? Ja, ein bisschen was sieht man von hier oben. Was das genau wird, zeige ich euch, wenn es fertig ist. Ich werde das jetzt mal so nebenbei ein bisschen machen. Aber mittlerweile habe ich dann gesehen, es ist Tag 10. Und mir geht Nahrung aus. Mir geht, gut, Getränke gehen noch. Da habe ich noch einiges da. Und sogar mitgenommen, sehr schön. Und ja, wollt jetzt mit euch wieder ein bisschen auf die Jagd gehen. Ne? Ihr seht, die Brücke habe ich instand gesetzt und ja, vor allem ein bisschen verstärkt. Ne, damit die nicht wieder bei der Blutnacht gleich wieder auseinanderfliegt, sobald da auch nur ein Zombie unten hinrennt. Das sind jetzt doch recht massive Füße geworden und ich habe die einfach fertig gemacht offline, weil es ist dann halt doch ein Riesengefrickel und das will ich euch dann nicht antun. Ne, hab mir zwischendurch jetzt auch irgendwie mal die Beine gebrochen. Ach ja, beim Schachtgraben war das. Das war ganz schön kacke. Und ja, wir brauchen wieder Lebensmittel. Wir brauchen vor allem Munition für die nächste Blutnacht. Wir brauchen tote Zombies. Natürlich blute ich gleich wieder. Ach, Verbände habe ich auch keine mehr. Das ist natürlich mehr als schlecht. Ich wollte tatsächlich mal gucken, dass ich neue Waffen rankriege. So. Nee, du stirbst da jetzt nicht, oder was? Ist das dein Ernst? Wir müssen mal ein bisschen Baumwolle nebenbei dann auch gleich nachholen. Die brauchen wir nicht. Ach, hoch da. Dass wir uns jetzt ein paar normale Verbände machen. Und vielleicht laufen wir dabei jetzt gleich mal ein bisschen in Richtung Arsch der Heide. Und damit meine ich Wüste, falls wir eine finden. Und versuchen tatsächlich mal gleich ein bisschen Aloe Vera ranzukriegen. Wir haben ja auch noch den Auftrag, unsere Felder zu bestellen. Und da hätte ich ganz gern den Scheiß mit da, weil ich will nicht jedes Mal in die Wüste krebseln. Sind die schon wieder bestimmt? Nö. Alles noch leer. Aber war wahrscheinlich der Nerd hier und hat alles leer geräumt. Penner. Sodass ich jetzt wieder sonst wohin rennen muss. Ne? Nach dem kleinen Special habe ich jetzt vor allem keine Ressourcen mehr. Das ist das Hauptergebnis. Ansonsten habt ihr ja gesehen, sind wir diverse Male gestorben. Ah, hier ist auch wieder ein bisschen Action. Die Lampe, da wollte ich nochmal ein. Abbauen fällt mir dabei gerade ein. So, wo laufen wir jetzt am dümmsten hin? Hier waren wir überall schon. Ich weiß auch nicht, wie die Biomaufteilung hier so ist. Genau, wir rennen mal hier hinten zum Dings hier. Zu dem Händler. Geben da gleich unsere Quests ab. Und gucken, ob wir da irgendwas Sinnbringendes finden können. Oh, der spuckt doch wieder irgendwelchen Scheiß hier. Da rennen wir mal ganz schnell hin. Und am besten steht er, genau, auch nicht wieder auf. Das wäre schon gut. So, und ich glaube, ich komme auch bald hier an die Levelgrenze irgendwie. Ich hatte mal gehört, dass es da was gibt. Da muss ich dann nochmal einen Mod drüber hauen. Denn Levelgrenzen finde ich doof. Ich wollte noch eine Weile Spaß mit haben. Und da ich hier ja vorrangig alleine auf dem Server spiele, kann ich mich hier auch nicht mit irgendwelchen anderen Leuten ergänzen. Von daher wäre es wohl sinnig, die mal rauszunehmen. Ja, ich war auch wieder so clever und bin mitten in der Nacht los. Oh, der hat gesessen. Gib her, ich will Fleisch. Danke. Ich finde ja Federn bis zum Abwinken, ne? Aber die brauche ich eigentlich gar nicht. Soll ich die Ranch mit? Sehr schön. Die nehmen wir gleich erst. Oh. Ja, ist ja gut. Oh. Kein Throwback.
Alter, wieso haltet ihr denn so ficke viel aus? Ja, komm. So, da war gleich Sense. Können wir hier noch looten? Nö. Dann nehmen wir den gleich mit auseinander. Ja, so langsam müssen wir uns ja mal darauf vorbereiten, dass wir ein bisschen hochwertige Scheiße herstellen. Können ja nicht ewig nur mit dem Scheiß hier rumrennen. Oh, hier ein Level. Ich glaube, 5 Fähigkeitspunkte habe ich jetzt. Ich weiß noch nicht, wo ich sie hin investieren möchte. Ach doch, ich wollte Pfeilspitzen herstellen können. Und Munition und so ein Scheiß. Und das sollte ich ja demnächst mal in Angriff nehmen. Denn ich renne hier quasi völlig munitionsfrei durch die Gegend. Das ist ganz schön scheiße. Also der Nerd hat ja ganz gut festgestellt, schon mit der 9mm kommt man gut voran. Ne, da kann man ordentlich mit aufräumen. Oh, hätte ich fast nicht gesehen, Mäuschen. Und vor allem brauchen wir Eier. Fleisch haben wir noch relativ viel, aber Eier sind tatsächlich Mangelware. Sind aber auch viele heute unterwegs. Meine Herren. Fußballer. So. Du komm mir nicht zu nahe hier. Oh. Aber nochmal. Ich glaube, ich will eine andere Nahkampfwaffe. Irgendwie ist die nicht so geil. Ja, der kommt näher. Treibstoff ist auch gut. Vielleicht finden wir nochmal irgendwann eine Kettensäge. Wird uns das Leben auch nochmal erleichtern. Nummer 1. Oh, das war tatsächlich knapp. Du bist ja flott unterwegs hier. Da liegt noch was. Ich habe gedacht, da käme was angekrebselt, aber nein. So, und jetzt stelle ich gerade fest, dass der Händler ja mitten in der Nacht zu hat. Fuchs, Markus, Fuchs. Was macht denn nichts? Wir wollten ja eh hier ein paar Mal langlaufen. Oh, du, dir fehlt ein Arm. So. Sind wir erstmal hier? Wir laufen ja einfach geradeaus weiter. So, und hier kamen die Jungs auch immer wie blöd runtergepimmelt. Da haben wir schon den nächsten. Meine Güte. Nachts ist tatsächlich so eine Sache, ne? Meine Herren. Oh, ich brauche Eier, Leute, nicht scheiß Federn. Die werde ich wahrscheinlich bald auch wieder brauchen, wenn ich anfange, Pfeile herzustellen. Aber erstmal ist das total egal. Vor allem, die findet man ja in rauen Mengen. Wo geht's hier hin? Achso, an See zurück. Das wollen wir nicht. Das lassen wir uns für Notfälle. Kann man was essen, ne? Oh. Was war das? Ein Tierchen. Komm her. Hm? Da. Ich würde gern schießen, aber ich kann nicht. Erwischt. Mitgenommen. Da ist noch ein Haus am See. Da waren wir wahrscheinlich schon mal. So wie wir, glaube ich, überall am See. Obwohl, vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Ja, wie ihr seht, habe ich auch gebrochene Beine. Richtig gut. Ich wollte noch Dings herstellen, ne? Stoff und Verbände. Wow, ich habe ja nicht gerade sehr viel Baumwolle eingesammelt. Ich höre, aber ich sehe nicht. Ist hier offen? Nein. Dann machen wir mal Krach. Und gucken mal, dass die Jungs hier rauskommen. Zack. Weil ich bekämpfe die tatsächlich lieber vor der Tür als drinnen. Naja, nur gelähmt in Anführungsstrichen. Kommt das her dahin? Ist aber auch duster, meine Güte. Komm her. Komm, komm, komm. Ich habe heute keinen Glück in Sachen umwerfen.
Der lebt auch nicht mehr. So, was ist hier los, Leute? Nix ist los, aber ich höre doch ganz viel. Da ist noch eine. Ja. Oh, du bist fix. So, du lebst echt immer noch. Meine Fresse. Oh, ich komme immer wieder auf diese bescheuerte Taste. Was ist denn das für eine Taste? Ach, die Konsole hier oder was? Oh, ich habe natürlich wieder kein Schlafsack ausgelegt. Ich bin ein Idiot. Oh, instant wieder genervt, ey. Ja, erscheine beim Bett reicht uns. Aha, das ist beim Bett. Das ist definitiv nicht beim Bett. Hier war ich noch nie. Alter, ich glaub's ja nicht. Ja. Liegt die Kiste da auf dem Weg? Nicht wirklich, aber da werden wir nachher gleich mal hin. Ja, schön. Super toll. Ich hasse es. Na, bauen wir uns erstmal eine Keule. So. Holzknüppel, ey. Nix kann er. Naja, wissen wir immer gleich, was hier hinten ist. Und es ist zwar ein Stückchen, aber wir wollten eher erkunden, von daher ist das halb so wild. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich skillen wollte. Angriffsgeschwindigkeit mit Mili-Waffen. Boah, der haut aber auch fix zu, ey. Ich werde mir nochmal eine andere Nahkampfwaffe bauen als die Axt. Die ist mir tatsächlich zu träge. Ich meine, die haut zwar ordentlich rein, aber... Ah, gelbe vom Ei ist es nicht. Ach, da sind wir schon wieder im anderen Biom. Ich weiß gar nicht, was es hier Schönes, Vorteilhaftes zu holen gibt. Außer vielleicht Schnee. Wobei ich da nicht weiß, was ich mit Schnee soll. So. Ich glaube, da kann man Wasser draus herstellen. Tatsächlich. Die werden wir gleich mal mitnehmen. Oh, das ist geil, oh. Das ist sehr geil. Ein Feld. Na, das stellt mir wenigstens mal was für sich. Zack. Können wir gleich Mais sammeln. Und zwar viel Mais. So viel wie geht tatsächlich. Aber ich hätte ganz gern erst meine Sachen wieder. Das heißt, wir laufen dann nachher nochmal hier hin. Aber erstmal ist das richtig gut. Mais, Mais, Mais. Unmengen an Mais. Das heißt, wir können nämlich auch bald anfangen. Mit Landwirtschaft. So, müssen wir darüber, ist die Frage. Ich vermute mal einfach nein. Wer brüllt denn hier so? Ach, dazwischen. Oh, nicht nur einer, wie ich sehe. Ich markiere mir das mal ein bisschen auf der Karte. Wegpunkt speichern. Irgendwas Passendes? Oh, geht so. Nennen wir es Farmland. Und dann weiter Sachen holen. So leicht bekleidet renne ich ja eigentlich nicht gern rum. Der Tümpel ist auch schön klein. Selbst wenn wir darüber müssen, wären wir da nicht allzu nass. Ich muss ja sagen, die Aktionsleiste so aufgeräumt hat ja auch was, ne? So. Ja, ich hätte mir diese Misere gerade übrigens sparen können, wäre ich nicht mitten in der Nacht losgezogen. Das war wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Aber gut, wie das so ist, kann man ja auch so. Und bis zur nächsten Blutnacht ist das nicht mehr so lange hin. Oh. Na. Geht doch. Ich mag die Knüppel.
Ist mir tatsächlich fast lieber als die Axt. Ich sollte mal so einen Eisenknüppel bauen. Vielleicht hatte der Nerd recht, aber nur vielleicht. Und das dürfen wir ihm niemals erzählen, dass ich das gesagt habe. Und da der Einzige ist, der zuschaut, kacke. Mehr Stoff. Dass ich tatsächlich diese blöde Wüste noch nicht gefunden habe, nervt mich ein wenig. Ach, ich glaube, das ist das Haus, wo wir hinwollen. Oder? Och, du Gott. Nee, war lange nicht. Oh, Stofffetzen. Also wie mich das Spiel gerade tatsächlich da hinten hinschicken konnte, ist mir ein Rätsel. Ne, weil Nähe vom Schlafsack ist es nun wahrlich nicht. Oh, du bist flott. Komm her. Wow. Da bin ich gerade ein bisschen verjagt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Huh. Das war knapp. Das war ganz schön knapp. Ist das schon wieder Schnee? Ist ja unglaublich. Hey, Keule. No Stamina. Stirb da einfach mal. Ja gut, Mutchen ist im Wasser. Da drüben ist ein Reh, das hätte ich gerne. Wow. Stamina, Stamina, Stamina. Hey Reh, warte mal auf mich. Lauf nicht weg. Ich bin total lieb. Nein, nicht laufen. Brauchst nicht laufen. Bleib da hier, bleib da hier, bleib da hier, bleib hier, bleib, 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 bleib. Nun lauf doch nicht weg. Ich will ja nichts Böses. Also nicht viel. Wahrscheinlich nicht der beste Ansatz. Aber schön, dass die Zombies kein Interesse an Rehen haben. Das ist jetzt natürlich weg. Scheiße, ey. Ist das hier noch irgendwo? Nee. Scheißviecher. Ich hab mir meine Jagd versaut. Und zwar nicht zu knapp. Ja, ich höre dich. Ein schönes Reh weg. Kacke nur eins. Ach, guck mal. Wiedergefunden. Ich glaube, ich bin schneller. Im Wasser zumindest. Hier draußen wahrscheinlich nicht. Ah, ich finde dich schon noch. Komm. Hat das Rennen hier wenigstens einen Sinn? Was ist da? Es ist definitiv zu dunkel. Lauf, 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 lauf. Oh, nicht in die Stadt. Da will ich eigentlich nicht so gerne hin. Wo denn? Da. Wo ich sagen muss, die Reichweite von der Feuerachse ist tatsächlich angenehmer. Du wolltest mich schlagen oder was? Penner. Den Knüppel muss man doch echt nah ran an die Penner. Jetzt geht doch noch einer. Meine Herren. Nachts ist auch echt kälter als draußen. Jetzt ist das gute Tier, glaube ich, endgültig weg. Scheiße. Und wie ich sehe, muss ich hier mitten durch die City. Das ist, glaube ich, auch nicht so geil. Aber gut zu wissen, dass sie hier ist. Das hingegen ist geil. Ich mache mich ja auch ganz gemütlich vom Acker. Das muss ich mir jetzt nicht antun. Oh, ist ein Spielplatz. Komm bei Tag nochmal her. So, hoch hier. Ja, ich kann wieder Stoff machen. Na, zumindest zwei. Und dann Verbände. Zack. Oh, immerhin 7 Stück. Das reicht uns erstmal. Ah ja, haben wir auch schon wieder ein paar zusammen. Ja, wenn man mal ein bisschen weggeht. Vom eigentlichen Zuhause. Geht das ganz gut voran. Da ist nicht schon alles abgegrast. Und zwar 5-mal. Was war das denn gerade? Das
Es leuchtet aber schön. Oh, das riecht nach Loot. Feini. Aber er ist auf dem Rückweg. Ich habe Bock auf vernünftige Bewaffnung. Bei vernünftiger Bewaffnung. Die scheiß Feuerwehr-Axt. So, das sieht mir doch schon mal verdammt nach dem Weg aus. Richtung Händler. Der Weg ist dann noch ein Haus. Okay, das ist ein Hund. Das ist... Oh, ja, ja. Ein Treffer. Noch ein Treffer. Oh, noch ein Zombie. Okay. Die Viecher sind auch echt scheiße, ey. Mehr als ätzend. Machen wir erstmal ein paar. Ach, da! Ja, die eingeschränkte Reichweite ist echt scheiße. Ich muss mich jetzt mal wieder dran gewöhnen. So, jetzt brauchen wir ein paar Steine, damit ich den Hund hier noch looten kann. Eins. Schon mal genug Holz. Jetzt nur noch genug Stein. Ein Steinchen bitte noch. Da lag doch gerade einer. So. Zack. Na nun, was brauchen wir noch? Vier Steine. Da habe ich mich wohl dezent verzählt. Obwohl, wir können das auch einfach offen. Wir machen das auch mal Rückweg. So schnell sollte die Leiche nicht verschwinden. Hoffe ich zumindest mal. Und wir wollen ja dann eh nochmal zu der Farm. Oh. Moin. Was hoppst du hier so rum? Bin ich noch nicht bemerkt? Boah, was hält denn der aus? Sehr schön. Ein bisschen Loot. So, was haben wir da Schönes? Naja, schon mal ein Mantel, den wir eh nicht tragen. Oh, das Badzelt. Noch eine Stadt. Also zumindest ist, lohnt sich das Erkunden gerade richtig. Die hat gesessen. Aldos Kabinett, whatever. Da ist eine Lampe drin. Die wollte ich haben. Aber erst will ich meinen Scheiß hier haben. Das. Ich muss mit der Stamina ein bisschen mehr aufpassen, ne? Denn irgendwie komme ich immer bei den Viechern an und kriege dann gleich auf den Dötz. So, wo ist er denn? Da haben wir da kommt er hin. Wird es noch gleich da. Hinter der Biegung. Das ist tatsächlich überschaubar. Und es ist noch 1,5 Stunden dunkel. Das ist dann tatsächlich auch erträglich. Keine Eier. Oh, scheiße. Oh, ja, lass die sich mal kloppen. Sehr schön. Habe ich doch gerade schon wieder eingehört. Meine Fresse. Hier ist nochmal ein Haus. Ich sollte doch jetzt gleich... Ach ja, genau. Wir wollten da ja rein. Wo ist mein Rucksack? Da hinten. Oh, ein Stückchen weiter. Scheiße. So, das Haus, das wir da gerade looten wollten, das lassen wir auch erstmal links liegen. Hä? Was war das denn jetzt? Das war doch gerade die Ich komme zurück ins Leben Animation. Irgendwie macht mich das Spiel zurzeit echt fertig. Ich bin schon zweimal mitten im Nirgendwo gespawnt. Ich sterbe durch komische Tastendrücke, weil ich nicht mal weiß, wodurch das Ding aufgeht. Das muss tatsächlich irgendwie eine blöde Kombination sein. Nein, so machen wir das nicht.
So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So, wir sollten damit ein bisschen Stamina ankommen. Oh, die ist abgeschmiert. So. Denn hier war ja noch ein bisschen Betrieb, ne? Na, wo seid ihr? Lungert ihr noch bei meinem Rucksack? Wo immer der jetzt ist. Hier soll er sein. Da ist er. Alles schön mitnehmen. Gucken, wo die Feuerachse ist. Die kommt da wieder rein. Die Schaufel brauchen wir jetzt nicht. Dann schnappen wir uns da hinten erstmal gleich das Care-Paket noch. Wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind. Was essen tun wir auch gleich. Ich habe noch was mit. Da. Das letzte bisschen tatsächlich. Aber wir haben schon wieder ein paar Eier gefunden. Da ist nochmal so ein Experte. Komm, du bist mir und meinen Eiern im Weg. Dann haben wir da schon noch die Kiste. Super. Läuft, würde ich sagen. Zack. Ah, coolen Stuff. Ja, das Ding würde ich jetzt eigentlich ganz gerne. Oh. Wo denn? Ach, da hinten. Na ja, komm, sonst habe ich hier keine Ruhe. Und ich will hier in Ruhe meine Kiste durchgucken. Da oben ist noch eine. Nimmt auch kein Ende. Wo war sie? Hier war sie. So. Erstmal. Gut, die haben wir dabei. Wo ist die Taschenlampe? Da. Ach, Jung. Machen wir uns hier einen Wegpunkt, glaube ich. Ach, haben wir. Gut. Na ja, gut, der verkloppt erstmal Bäume. Wie war denn das mit dem Verbessern? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Hallo? Hier war doch gerade noch der Rucksack, bin ich doof. Ein Vogelnest, aber das will ich jetzt eigentlich nicht. Ach komm. Das ist doch scheiße. Ach, da bist du. Da ist Ruhe. Aber mein Rucksack ist immer noch weg. Liegt der da drauf? Nö. Pff, der war doch gerade noch hier. Scheiße, noch eins. Das ist Vogelnest. Der Wegpunkt war quasi direkt auf diesem scheiß Rucksack. Und ich meine, der lag hier. Hier liegt der definitiv nicht mehr. Scheiße. Da war noch eine Menge Futter drin. Naja, aber wir haben mal ein bisschen was. Hähnchenrationen, ja, benutzen wir auch erstmal. Dann holen wir uns das Fleisch von den Viechern. Erstmal wieder auf dem Weg. Und das Korn holen wir tatsächlich auch noch. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auch schon wieder auf den Rückweg machen. Macht ja sonst nicht viel Sinn. So, dann machen wir uns gleich noch einen Verband. Zack, dann sind die nämlich auch fertig. Warum sind die nicht? Da. So. Dann will ich mein Fleisch. Ach, wir sind jetzt auch bei der halben Stunde. Aber zu dem blöden Feld rennen wir jetzt, glaube ich, noch wieder. Oh, wie weit ist das weg? Ist schon eine ganze Ecke, ne? So, es wird Licht. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon irgendwie Munition gefunden? Ich glaube, auch das ist uns leider verwehrt gewesen. Bisher. Aber da wir jetzt wieder Vorräte haben, können wir
die Erkundungszeit auch so ein bisschen strecken, zumindest. Was, wow. Spitz ja wohl. Ein Arm weniger. Und ein Kopf. Da ist nicht viel von übrig. So, dann war hier ein Hund. Ich finde ja, die Teile könnten sie ein bisschen belebter machen, dass da noch ein paar NPCs drauf rumrennen. Auf Zombies ballern, die so außen rum hocken. Das fände ich, glaube ich, noch cool. Guck mal, hier ist sogar noch ein altes Feuer. Da ist sogar eine ganze Menge drin. Leck mich fett. Hier, zerlegen. Noch irgendwas, das zerlegt werden kann. Können wir noch wieder ein bisschen Brei mitnehmen. Nahrung haben wir mehr als genug. Trinken sind wir auch voll. Den könnten wir hier lassen. Stattdessen die Nudeln mit. Da machen wir fix Stofffetzen draus. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen Platz. Die lehmige Erde kann auch hier bleiben. Der Ledermantel, was habe ich stattdessen an? Den einen Ledermantel. Der bleibt dann auch hier. Können wir die noch mitnehmen. Dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Hiervon trinken wir noch einen Schluck. Verschwenden wir nichts hier. So. Dann hoffen wir tatsächlich inständig, dass wir noch ein wenig Fleisch und Mais mitkriegen. Ansonsten verbrauche ich den Scheiß jetzt einfach so nebenbei. Ach, da war ich schon dran. Dann müsste hier auch recht bald der Hund auftauchen. Das war ja nicht die Riesenentfernung. Auf den kann ich jetzt noch fixen Verband machen. So. Aber davon auf jeden Fall auch genug. Aber ich glaube, der Hund ist tatsächlich schon despawned. Ärgerlich. Mehr als ärgerlich, aber gut. Fleisch haben wir ja noch ein bisschen. So, nicht zu viel rennen. So, ich überlege, ob uns hier Pornshop, ja gut. Wenn ich einen Weapon Trader finde, dann würde ich da, glaube ich, auf jeden Fall einbrechen. Aber so ein Pfandhaus, ja gut. Muss jetzt nicht unbedingt. Eine Bäckerei, da finden wir auf jeden Fall Lebensmittel. Und hier wahrscheinlich Schnäppes. Aber wir nehmen jetzt tatsächlich nur den ganz langen Weg. Hier kommen wir ja relativ schnell auch wieder hin. Ja, also wenn wir hier querfeld einlatschen, sind wir da recht zackig wieder. Ah, der Scheiß ist halt echt weit weg. Und eben weil es so weit weg ist, nutzen wir jetzt den Marsch dafür. Werd mal ein bisschen abseits laufen. Kommt man nicht direkt mit der Straße dahin? Nee. Oh, mal ein Wegpunkt. Krebsen wir da hoch? Nein. Das ist zu doof. Man kann es auch übertreiben. So. Und ich brauche auch nur Eier. Viel mehr Eier. Und wenn wir genug Eier haben, haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Dann brauchen wir Mumpeln. Crackbook. Okay. Ich bezweifle, dass hier offen ist. Ja, auf jeden Fall ist da auch ein bisschen Betrieb. Ein paar werden sich da wohl drin tummeln. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Na gut, wenn du so nah bist, dann nicht. Ach komm. Ups. Schicht im Schacht. Ja, mehr Eier. Ist oft tatsächlich so eine reine Versorgungstour. Ich hätte auch gern schon ein Fahrrad. Das wird das Ganze um einiges beschleunigen, glaube ich zumindest. Also ich vermute mal, dass man damit etwas schneller vorankommt. Und ich habe das Gefühl, tatsächlich mit meinen Klamotten bin ich einen ganzen Zacken schneller. Auf jeden Fall hält die Stamina besser. Was mich verwirrt. Ich habe aber doch relativ fette Rüstung an. Da steht einer, genießt die Aussicht oder was? Nee,
Rohre. So, die Stadt hier gefällt mir tatsächlich auch. Das lässt hier alles auf fröhlichen Loot hoffen. Das ist ein Auto. Ich glaube, wir können direkt die Brücke da hinten nutzen. Und dann holen wir uns endlich, was uns zusteht. Ganz viel Korn. Wie viel haben wir bis jetzt? 25, ist ja schon mal was. Na, Mädel. Ups, und noch ein Level up. Wunderbar. Hier können wir einmal gucken. Ich glaube, was bei Perception? So, ja, das ist mit Schusswaffen. Aber hier Athletics ein bisschen verbessern. Cardio geht tatsächlich nicht. Aber wo haben wir denn? Hier. Nee. Yes, Science. Da müssen wir hin. Intellect. Tatsächlich. Ist ja ein Ding. Noch ein mehr. Jetzt kann ich erst Pfeilspitzen herstellen. Das ist ja heftig. Nee, das war nicht mal richtig. Scheiße. Das war verschenkt. Ach, das war nur. Naja, gut, jetzt haben wir eh keine Fähigkeitspunkte mehr, jetzt auch egal. Aber ein bisschen mehr Ausdauer. Das passt denn schon. Und wenn man das ein bisschen hoch hat, kann man tatsächlich auch so überladen noch relativ gut rennen und sprinten. Von daher eigentlich alles cool. Die Ausdauer achten. Dann ab zu diesem Scheißfeld. Total überladen. Macht natürlich auch Sinn. Müssen wir hier nochmal rüber? Scheiße. Moin, Schlafanzug, Lady. Ich hab's vorhin noch dreimal gesagt, dass ich auf die Aufdauer aufpassen muss, aber naja. So. Rums. Bin eigentlich traurig, wenn ich hier Erfahrung sammeln kann. Oh, ein Wildschwein. Das ist gefährlich, aber potenziell wertvoll. Nur Eier ist auch selten. Zack. Jetzt könnten wir uns tatsächlich schon fast wieder irgendwo ein Feuer bauen. Und da lecker Sachen braten. Pappkarton. Oh, das ist ja Gold wert hier. Weg damit. Supergeil. Was ist hier so drin? Ja, das können wir zerlegen. Bier habe ich noch keins dabei, also bleibt das wohl auch hier. Meine Fresse, ist aber am Ende bis da hinten. Also ich sollte da wirklich einen ganz schönen Satz mitnehmen. Den ist auch Schluss, wir sind schon bei 38 Minuten. Schon wieder weit drüber. Weit, weit, weit. Wie lange ist denn das noch? Oh, immer noch so ein ganzes Ende. Ich krebsel da garantiert nicht über den Berg noch. So, wieder nix. Nehmen wir die Lady hier noch mit. Ups. Na, wo ist der Fall? Da ist er. So, und sind wir gleich einmal drüben. Fast geschafft. Fast geschafft. Dann räumen wir da erstmal das Feld leer. Gehen wir das hier noch irgendwo unter? Ne. Die Fackeln gehen noch weggetan, damit ich das Feld gleich mit der Hand abbauen kann. Aber es hat nicht sollen sein.
Das sieht doch schon mal nach Farmland aus da vorne. Du bist nach einem Farmhaus. Bauen wir dann auch Feuerchen. Ein bisschen Holz haben wir noch, sehr gut. Können wir eigentlich schon mal machen. Lagerfeuer. Ja, kein Platz im Inventar, ich weiß. Das machen wir, wenn wir da sind. Ach, wie idyllisch. Die Sonne steht hoch. Die Zombies schreien. Ups. Dann schmeißen wir die scheiß Fasern weg. Das Feuerchen hin. Das platzieren wir uns hier mittig auf die Straße, damit wir auch gut gucken können. Bringen die da hinten noch um, damit es beim nächsten Mal keine Überraschung gibt. Ups. Und dann machen wir tatsächlich erstmal Feierabend für heute. Packen hier noch ein bisschen Holz rein, das Ambiente zu genießen. Ja, und in der nächsten Folge durchstöbern wir wieder mal die Felder. Mal schauen, was das wird. Bis dahin danke ich euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.